Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute müssen wir nochmal über den Ukraine-Konflikt reden. Allerdings nicht allgemein, sondern über einen TikToker, der russische Propaganda und Fake News verbreitet. Damit verteidigt er dann die Invasion in die Ukraine und kriegt dafür in den Kommentaren auch noch Zuspruch. Aber dazu kommen wir später noch. Gehen wir mal seine pro-russischen TikTok-Videos durch und argumentieren dagegen. Wir sind inmitten der Gefahr eines militärischen Konflikts, eines Krieges in Osteuropa und dafür trägt Russland die Verantwortung. Falsch. Der einzige Schuldträger in diesem Fall ist wie immer in jedem Krieg der Vergangenheit Amerika. Schon mal falsch. Amerika ist ein Doppelkontinent bestehend aus Nordamerika und Südamerika. Was er meint, ist die USA. Zu sagen, Amerikaner sind Verbrecher, hieß auch Kanadier wären Verbrecher, die nicht mal zu USA gehören. Ich hab gar nichts gemacht. Die Amerikaner sind die größten Verbrecher, die auf diesem Universum existieren. Aber selbstverständlich wird es uns von den Medien mal wieder so suggeriert, als wäre Putin der Verantwortliche. Wisst ihr, woran gut zu erkennen ist, dass Putin der einzig Normale ist? Amerika ist gegen ihn. Es ist jedes Mal das Gleiche. Sobald ein Land nicht nach der Pfeife der Amerikaner tanzt, sind sie die Feinde auf der ganzen Welt und werden genau so dargestellt. Und falls ihr mir jetzt mit dem Argument kommen wollt, wo sind deine Quellen? Die einzige Quelle, mit der man euch zufriedenstellen kann, ist Bild, ist Fokus und ist Stern. Also seine Quelle ist Vertrau mir, Bruder, und weiß man doch. Weil im ganzen Video nennt er keine Quelle. Er sagt nicht mal, warum die USA schuld sein soll. Er sagt nur, dass es so wäre. Der gesamte Axel Springer Verlag ist in den Händen der Amerikaner und das ist keine Verschwörungstheorie. Jeder, der sich ein wenig damit beschäftigt hat, der weiß das. Dieser Mann heißt Dr. Udo Ulfkotte und er hat ein Buch darüber geschrieben, wie korrupt diese Presse eigentlich ist. Er war selber jahrelang Teil des Problems und hat selber jahrelang für die Presse, für die Amerikaner gelogen und hat Preise bekommen, die er gar nicht verdient hat. Nur damit er so berichtet, wie die es möchten. Er hat dieses Buch gekaufte Journalisten veröffentlicht und erzählt dort, wie das alles funktioniert. Er redet davon, wie korrupt die Medien sind in Deutschland, in Amerika und überall anders auf der Welt. Ebenfalls hat er ein Interview veröffentlicht, wo er sehr, sehr viele interessante Themen anspricht. Das könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen. Es ist unglaublich, was dort alles erzählt wird. Udo Ulfkotte, in seinen Augen scheinbar ein Heiliger. Schauen wir doch mal, was das für ein Typ ist und dann die Einschätzung zu seinem Buch. Heiner Bielefeld zählt Ulfkottes Werk zu islamophoben Propagandaliteratur. Er zeichne monströse Angstszenarien, etwa mit Prophezeiungen, in Europa werde ein Eurabien entstehen. Man werde hier um 2050 die Scharia einführen und es stehe eine Islamisierung bevor, die wiederum mit der Neutronenbombe vergleichbar sei. Für Sabine Schiffer verbreitet Ulfkotte im Internet rechte und evangelikale Ansätze. 2010 unterstützte Ulfkotte die Thesen des Bestsellers Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin. Christoph Kopke bezeichnete Ulfkotte als islamkritischen bzw. islamfeindlichen Autoren und stellte ihn in eine Reihe mit Geert Wilders und Thilo Sarrazin. Geert Wilders ist übrigens ein niederländischer Politiker und einziges Mitglied der Partei Für die Freiheit. Und Thilo Sarrazin ist auch für seine rechten Aussagen bekannt. Gabriele Dietze ordnete 2011 Ulfkottes Islamkritik dem Bereich der rechten Verschwörungstheorie zu. Ähnlich äußerten sich 2013 Farid Hafez und Ernst Fürlinger. Ersterer warf Ulfkotte vor, eine in sich geschlossene islamophobe Verschwörungstheorie von Eurabien zu propagieren. Heribert Schiedl bezeichnete Ulfkotte als antimuslimischen Verschwörungsmystiker. Wolfgang Benz verglich die Argumentationsstrukturen Ulfkottes 2014 mit denen des Antisemitismus des 19. Jahrhunderts. Als Autor sei Ulfkotte gewiss nicht allzu ernst zu nehmen, denn er sei ein Populist, der seine Bücher mit Panikmache verkaufe. Für Yasemin Schumann ist Ulfkotte einer der Stichwortgeber der rechtspopulistisch-islamfeindlichen Szene in Deutschland. Genug zu Person Ulfkotte. Schauen wir, was mit seinem Buch ist. Das Buch sei gespickt mit Verschwörungstheorien. Das Buch sei in wesentlichen Teilen eine Abrechnung mit dem Frankfurter Traditionsblatt, also der FAZ als Ulfkottes ehemaligem Arbeitgeber. Ulfkotte habe dabei etliche falsche Fakten entlarvt. Allerdings auch nur stichprobenartig. Verschwörungstheorie trifft Medienkritik. Ganz bei sich ist diese für die übelste Version des deutschen Stammtischs geschriebene Tirade eines gekränkten und verängstigten Kleinbürgers. Es sei ein Amoklauf in Buchform. Rundumschläge mit verschwörungstheoretischem Tenor. Die Zeit wies darauf hin, dass Ulfkotte sein Buch 2015 beim Neujahrsempfang der AfD vorstellen durfte und nannte dies ein Geben und Nehmen. Alles, was der TikToker danach sagt, stützt sich auf dieses Buch, da brauche ich also nicht weiter darauf eingehen. Beispielsweise in der Atlantikbrücke in Berlin treffen sich alle paar Jahre deutsche Medien, deutsche Pressesprecher, ranghohe amerikanische Militärs und planen dort die Kriege der nächsten Jahre. Was für euch wahrscheinlich gerade wie eine Verschwörung klingt, ist aber bittere Realität. Und dort haben normale Menschen wie du und ich keinen Zugang, genauso wie die deutsche Polizei nicht einfach da reingehen kann. Du brauchst einen bestimmten Ausweis, um dort reinzukommen. Bevor ihr mich als verrückt und als Verschwörungstheoretiker abstempelt, beschäftigt euch damit und guckt euch das Interview von Dr. Udo Ulfkotte an. Er beschäftigt alles mit Fakten. Alles mit Fakten. Genau. Kommen wir zum nächsten Video von ihm. Das hier, das ist der liebe Putin. Putin wird gerade auf medialer Ebene von allen Seiten angegriffen. Warum? Weil Amerika das so möchte.
Putin hatte mit anderen Ländern ein Abkommen, woran sich einfach niemand gehalten hat. Dieses Abkommen, von dem er da spricht, welches meint er denn genau? Er nennt keins, er sagt einfach nur Abkommen und denkt, die Leute kaufen ihm den Scheiß ab. Beziehen tut er sich aber wahrscheinlich auf die Aussage eines deutschen Außenministers von 1990. Der versprach Putin, dass sich die NATO nicht nach Osten ausbreiten werde. Manche sagen, er meinte damit Ostdeutschland, aber im Endeffekt ist es auch egal. Denn dafür gab es kein Abkommen oder sowas, generell war da nichts Schriftliches ausgemacht. Und der Außenminister von Deutschland kann auch nicht einfach für die NATO sprechen. Keinen Zentimeter weiter nach Osten, hieß es in den 90er Jahren. Und jetzt? Sie haben betrogen. Sie haben uns geradezu dreist belogen. 1990 verhandelt er mit Gorbatschows Sowjetunion die Bedingungen der deutschen Einheit. Es geht auch um die Zukunft Deutschlands in der NATO. Zu Besuch bei US-Außenminister James Baker in Washington macht Genscher ein weitreichendes Zugeständnis. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Zum einen ist natürlich auch der Sowjetunion klar gewesen, dass der deutsche Außenminister weder für die gesamte Bundesregierung sprechen kann, noch dass er für die NATO als Ganze sprechen kann. Wenn Putin heute sagt, der Westen hat uns belogen, hat uns eiskalt betrogen, ist das aus der Luft gegriffen, aus Ihrer Meinung? Damit hat er Unrecht. Fakt aber ist, vertraglich fixiert wurde der Genscher-Vorschlag nie. Vermutlich wollte er sagen, dass Deutschland nicht proaktiv auf diese Länder zugeht und sagt, jetzt kommt mal in die NATO. Außerdem kann der deutsche Außenminister auch nicht anderen Ländern, die gerne in die NATO wollen, verbieten, das zu tun. Jedes souveräne Land hat ein Selbstbestimmungsrecht und kann selbst entscheiden, welchem Verteidigungsbündnis sie beitreten möchten. Dieses Abkommen wurde einfach gebrochen, beziehungsweise ist in Planung, dass es gebrochen werden soll. Erstens, wenn es ein Abkommen gewesen wäre, dann hätte man das bereits 1999 gebrochen, als Polen, Tschechien und Ungarn der NATO beigetreten sind. Zweitens, was er wohl meint mit geplant ist zu brechen, ist der Beitritt der Ukraine in die NATO. Die steht aber aktuell überhaupt nicht zur Debatte. Hierbei geht es um die Grenzsicherheit Russlands. Die politischen Feinde kommen einfach immer näher und er beschwert sich darüber. Ist doch selbstverständlich, dass er das tut. Denn es wurde abgemacht, dass das nicht passiert. Und dementsprechend sieht es so aus, als würde Russland in den nächsten Tagen die Ukraine angreifen. Versteht mich nicht falsch, ein Krieg ist immer falsch. Doch wer ist daran schuld? Putin oder sind die anderen Länder daran schuld? Machen wir mal einen nachvollziehbareren Vergleich, damit es von euch jeder versteht. Luigi plant Mario, seinen Lutscher zu klauen. Mario tötet Luigi daraufhin. Klar, Mord ist immer falsch, aber wer ist denn daran schuld? Was ist los mit euch? Hört doch mal auf, Amerikas Eier zu lutschen. Das sagt er, während er selbst den Schlepphoden von Putin so tief im Hals hat, dass selbst bei mir der Würgereiz schon einsetzt. Aber wisst ihr, was wirklich ironisch ist? Wer hat denn das Friedensabkommen Minsk II, also das Minsker Abkommen, gebrochen? Kommen wir zum letzten Video. Schnappt euch die Gewehre! Bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und anderes Ungeziefer. Kämpft für unsere ukrainische Heimat. Jetzt steht dieser Mann mit an den Schalthebeln der Mächtigen in Kiew, den Verbündeten der westlichen Welt. Vertraut mir, wenn ich euch sage, dass die ukrainische Regierung auch nicht ganz ohne ist. Ist schon klar, dass die Russen keine Engel sind. Doch definitiv sind die Ukrainer auch keine Unschuldslämmer. Aber alles gut, nur die Russen sind die Bösen, die Ukrainer haben gar nichts Schlimmes gemacht, ja, ist alles total legitim. Ich würde genauso denken, wenn ich mich damit einfach nicht beschäftigt hätte. Ciao. Sieht erstmal schlecht aus für die Ukraine, oder? Naja, bedenkt mal, welche Informationen er weggelassen hat, dann nicht mehr. Mit diesem Video möchte der TikToker also implizieren, dass Putin recht hat mit der Entnazifizierung der Ukraine. Was er da zeigt, ist ein Beitrag von Anne Will, der mindestens von März 2014, wenn nicht sogar noch älter ist. Und welche Info fehlt noch? Ach ja, welchen Nazi wir da überhaupt sehen? Das ist der Chef der Svoboda-Partei in der Ukraine, Oleh Tjanibok. Die Svoboda ist eine rechtsradikale und radikal-nationalistische Partei. Also ja, es gibt rechtsradikale Politiker in der Ukraine. Aber wisst ihr, wo es die auch gibt? Überall. Wichtig ist doch, ob die an der Macht sind oder nicht. Also schauen wir uns doch mal die Zahlen an, oder? Bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine 2014 stimmten landesweit 1,16% der Wähler für Oleh Tjanibok, dem Parteivorsitzenden und Kandidaten der Svoboda. Bei der Parlamentswahl 2019 trat Svoboda an und scheiterte mit 2,4% deutlich an der 5%-Hürde. Die sind also nicht mehr in der Regierung und haben sogar noch weniger Einfluss und Zustimmung in der Bevölkerung als bei uns die AfD mit 10%. Sollen wir also auch von Putin entnazifiziert werden, hä? Aber diese ganzen Infos kann man auch weglassen und so tun, als ob das Video aktuell wäre und als ob Rechtsradikale dort an der Macht wären. Das nenne ich mal Propaganda auf dem höchsten Niveau. Bevor das Video endet, möchte ich aber noch Folgendes anbieten.
ansprechen. Für einen Artikel des NDR im letzten Jahr, also vor der Invasion in die Ukraine, wurde die Nutzung der Kommentarspalten auf verschiedenen Plattformen untersucht. In einem Beitrag suggerieren sie, dass sich einige prorussische Kommentatoren auffällig verhalten haben im Vergleich zu anderen. Zum Ursprung der Kommentare liefert die Studie Vermutungen. Auch seien prorussische Kommentare teilweise auffallend hoch bewertet in den Kommentarspalten. Ein Hinweis darauf, dass hier koordiniert gehandelt wurde. Wir sagen nicht, dass all diese Kommentare künstlich sind oder der Manipulation dienen. Aber wir konnten einige Signale finden, die nahelegen, dass es unübliches Verhalten gab, das man nicht mit normalen Nutzern assoziieren würde. Auch die Zeit Online hat 2014 einen Artikel zu dem Thema veröffentlicht. Vom Kreml gesteuerte Medienagenturen bezahlten junge Menschen dafür, immer wieder die gleichen Textbausteine unter Artikel mit Russlandbezug zu setzen oder bei Facebook zu posten. Und jetzt schauen wir uns mal die Kommentare unter den Videos von dem TikToker an. Auffällig ist hier, dass die meisten pro-russischen Kommentare von relativ hübschen jungen Damen kommen. Außerdem ähnliche Aussagen wie: Endlich einer, der die Wahrheit erkennt. Oder: Danke dafür. Oder: Du hast recht. Außerdem scheinen manche Kommentatorinnen nur gebrochenes Deutsch zu sprechen. Ich kann es nicht wissen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass einige der Kommentare von russischen Propagandatrollen kommen. Es wäre also sinnvoll, sich nicht vom vielen Zuspruch in den Kommentaren beeinflussen zu lassen. Und das soll es auch schon mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked das Video gerne und abonniert hier meinen Kanal. Hier tauchen jetzt noch zwei weitere Videos auf, die ihr auf jeden Fall gucken solltet. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!